So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fear. Ja, in der letzten Folge sind wir effektiv das erste Mal aktiv auf Vettel getroffen, das heißt unseren Gegenspieler. Wir sind auf diese Supersoldaten getroffen und wir haben schon ein paar von denen umgenietet. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch einfach mal direkt weiter. Sieht doch schon wieder so aus, als ob wir hier mitten in eine Falle rennen. Ah, sehr gut hinten. Wir waren wohl noch Gesundheit. Ah ne, wir haben ein Medikit genommen. Hahaha. Ha, ha. Stimmt, der Dreieck war ja Medikit nehmen. Da hinten raus kommen wir nämlich auch. Schauen wir uns doch mal weiter um. Ja, wie wir sehen hier dieser Super. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, wie die nochmal hießen. Ich weiß nur, dass das so eine verdammten Supersoldaten sind. Die haben wirklich Power. Die sehen ziemlich gut. Und gute Schützen. Schnell und effizient. Oh, fuck. Der war jetzt nicht so der beste Schütze. Der ist mir auch voll in die Flinte gelaufen. Da kann ich mal absolut gar nichts für, ne? Ich traue den Affen nur zu, dass die gleich hinter uns sind oder so. Alle Affenköppe. So sieht das aus. Aber den Typen hier hatten wir doch umgenietet, oder bin ich da jetzt falsch informiert? Öffnen! Polizei! Ach nee, so ähnlich. Ja gut, dann gehen wir da mal durch. Ja, dieses um die Ecken luken, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so mein Hobby. Ich gehe lieber in alter Counter-Strike-Manier einfach mal vor und guck mal nach, was passiert. Eine Kiste runtergefallen. Immer schön im Schatten bleiben. Verbringen tut uns das zwar nichts, aber. Sicher, sicher und so. Irgendwer, irgendwas hat da die Kiste runtergeschmissen.
Ich will jetzt wissen, wer oder was das war. Dummerweise haben wir auch keine Rüstung mehr. Das heißt, wir sollten es möglichst vermeiden, getroffen zu werden. Das ist übrigens die Kiste, die runtergefallen ist. Es sind sogar zwei Kisten. Hey. So, wir bleiben jetzt hier. Oh, hier hätten wir aber eine gute Schussmöglichkeit, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Zu sehen ist aber niemand. Na gut, dann gehen wir halt mal weiter. Können wir da was tun? Geht nicht kaputt und wir können nichts dran machen. Blöder Mist. Echt, hat er? Ist doch gut. Wir brauchen dringend Munition. Wir haben nur noch 14 Schuss. Wir werden auf jeden Fall keinen mehr rumfunken. Ist ja schon mal gut. Ist auch kurios. Teilweise nimmt er selbstständig die Munition auf und manchmal dann wiederum gar nicht. Oder unten haben wir auch Dellen drin geschossen in der Wand. Hoppala. Irgendwas Interessantes? Oh, Personalakten. Schnell weg damit. Hier ist eine Scheibe kaputt gegangen. Wir brauchen mal eben Scheibenreparaturset. Oh, hier ist die Scheibe schon vorher kaputt gewesen. Das war ich natürlich nicht. Oh, neue Granaten. Eigentlich müsste ich mal gucken, ob man hier die Steuerung umstellen kann. Das wäre bedeutend einfacher für mich. Und Rüstung haben wir auch gefunden. Das ist natürlich sehr schön. Und da holen wir uns erstmal eine Fizzy-Cola. Ich mag ja allgemein keine Cola. Höchstens mal ein Bier, wenn ich mal ein Bier trinke. Ja, ich weiß, Pussybrause und hast du nicht gesehen. Kennen die ganzen Sprüche schon. Aber ich trinke allgemein ungern Alkohol. Und von daher. Au! Du Saubratze! Bist du tot? Daneben hier drauf, nur Idiot. Ah, okay, wir haben unterdessen zwei Pistolen. Und wir haben keine Munition mehr. Ich schieße so schlecht. Holy crap. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Option.
Steuerung. Super, wir können nur... Das ist auf jeden Fall besser. Sehen ist klar, das ist auch klar. Wo ist denn? Wo ist denn erzielen? Ich will oben die Feuertaste haben, wenn ich kann. Sagen wir, versuchen das mal so. Müssen wir erstmal ein bisschen Pistole benutzen. Soweit alles clean. Aber wir haben eindeutig zu wenig Munition. Ups, falsch rum. Ja, ich wollte eigentlich gucken, ob ich nach, beziehungsweise auf die R1-Taste die das Schießen setzen kann, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Schade eigentlich. So wird's lustiger. Munition, Granaten, meine Fresse, wir haben ja alles gerade eingesammelt. Da ist noch ein Toter drin. Korrigiere. Zwei Tote. Und ein AB. Das ist irgendwie viel zu ruhig gerade. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, hier chat meine Buchhaltung. Niemand weiß, was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört. Wisst ihr Jungs da drüben was? Nein, nein. Wir wissen hier gar nichts. Wir waren es vor allen Dingen nicht. Schweine da raus oder kommt die da nicht raus? Ist eine gute Idee, verschwindet da. Hi.
Meine Fresse, wieso treffe ich denn heute echt so schlecht? Das gibt's da ja nicht. Die Schweinepriester. Die miesen, blöden. Das fiebt doch immer so im Ohr. Oh, die wollte mich gerade alle verarschen. Kann das sein? Zweite fucking Granate geschmissen, die Penner. Genau. Komm her, du Affenkopf. Ach ja. Irgendwie ist mal wieder unsere Munition tierisch alle. Nächstes Mal den einen Typen mal mit der Granate erwischt. Ups. Hehe. Stand nicht auf der eigenen Granate. Eine scheiß Idee, wenn man mich fragt. Ja, los, kommt her, ihr Schweine. Ja, nicht, dass dann daraus einer kommen kann, hoffe ich zumindest. Drecksäcke. Und den haben wir da querfeld eingeschossen. Ja, oder voll. Braucht ihr nicht? Hm. Hier kommen wir echt nicht durch, ne? Das ist mal wieder absoluter Müll. Mal kurz gucken, dass wir keine Munition haben liegen lassen. Den halt
gemütliches Nickerchen gemacht. Na, wenn es weiter nichts ist. Ach, der liegt auch ganz entspannt hier und schläft eine Runde. Naja. Sie verkrampft die Hände, aber ansonsten geht das eigentlich. Medikit. Da wissen wir, dass da nichts weiter ist. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch mal einen Funken gehört. Das heißt, einer müsste hier eigentlich noch rumrennen. Die Drecksau, wo war der? Ach, da hinten. Komm, streck die Birne raus. Feige Socke. Na komm schon, wo bist du, Sau? Ich hab mich doch bestimmt noch nicht getötet. Die Sau. Dreh dich ruhig um. Ah ne, das war ja, dreh dich nicht um. Freddy geht um. Oder so ähnlich. 1-2, Freddy kommt herbei. So, jetzt sollte es hier eigentlich relativ clean gerade sein. Frag mich nicht, wieso ich wieder hier hinten lang renne. Ich mach's halt einfach. Also was wir auf jeden Fall gelernt haben ist, gebt mir keine Granate in die Hand. Naja, das wissen wir schon, noch falls was geht. Gruselig. Oder auch nicht. Jo, was soll ich sonst gerade so erzählen? Wir haben es gleich 0 Uhr. Stunde der Geister. Apropos, wer kennt das eigentlich noch? Gänsehaut, die Stunde der Geister? Ja, mal gerne mal mit Granaten schmeißen, ziehen wir uns wieder ein bisschen zurück. Da steht er da. Klar. Tju, laden, Medikit. Das ist das letzte Medikit. Das sieht nicht gut aus, Jungs und Mädels. Der ist gnädig zu Boden gegangen. Alle tot. Da kenne ich gerade irgendwo eine Knarre.
Status ist, die wollen nicht mehr antworten. Alle schlafen hier nicht, die faulen Schweine. Aber mindestens einer muss hier noch rumtun. Weil man hört es hier eigentlich immer, wenn noch gefunkt wird, dann ist noch mindestens einer da. Also ich weiß zwar gerade nicht wo und wer und so, aber einer muss eigentlich noch da sein. Wo ist die Sau? Medikit. Ja, und hier gibt es wieder die Granaten. Gar nicht. Ich brauche Verstärkung. Was ist los? Er ist zumindest, weil die Granate schmeißen, das letzte, was er noch getan hat in seinem Leben. Wir hören gerade keinen blöden Funker mehr. Ja, hier ist doch. Gib mir die Knarre. Also Munition. Affenköppe alle. Alle Affenköppe. Jo. Wie geil ist das denn? No firearms or weapons. Ah ja. Haben wir nicht. Nein, also wir doch nicht. Alter, ich treffe den aber auch gar nicht, ne? Die ganzen Magazine auf so einen Affen verschossen. Meine Fresse, bin ich ein schlechter Schütze in diesem Spiel. Also nicht, dass es sonst anders wäre, aber in dem Spiel besonders. Munition ist alles Wichtige jetzt da. Nee, da hin wollte ich. Hoppala, jetzt ist mir fast runtergefallen. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, hier Chat von der Buchhaltung. Niemand weiß, was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört. Wisst ihr Jungs da drüben was? Ende der Nachrichten. Nein, wir wissen nichts. Hehe. Erwischt klingt doch gut. Scheint mit der Pistole einen besseren Skill zu haben als... Nein! Als anders so. Als ansonsten im kompletten Spiel. Aber mit den Pistolen kommen wir relativ gut klar scheinbar. Ein
durch und da durch und da. Meine Fresse, ist das ein Labyrinth hier, ey. Ja, das habe ich in einem anderen Let's Player schon mal erzählt, und zwar bei The Last of Us, dass unterdessen meine Konsole einen Geist aufgibt. Checkpoint! Oh, da ist Rüstung. Da ist Rüstung, da will ich hin. Egal, erstmal Türe auf hier. Rüstung! Ah ja, wie gesagt, meine Konsole gibt einen Geist auf und deswegen kommt das halt auch so zustande, dass ich dass ich immer mal wieder diese Aussätze habe. Meine Fresse, was für ein Blutfleck. Da würde sich die Putzfrau aber nicht freuen. Gib mir den scheiß Medikit. Und jetzt pfeifen wir uns direkt mal eins ein. Drei Stück haben wir noch. Und wir haben noch Rüstung. Dieses Mal geht das doch halbwegs. Ganz blöde Idee. Komm schon, mach die scheiß fucking Tür auf. Ich weiß ganz genau, dass ihr nach oben kommt. Stellt euch nicht so an. Na gut, dann machen wir das halt einfach in der nächsten Folge, wenn die nicht wollen. Die Herrschaften lassen sich bitten. Mal wieder so eine. Ach, naja, aber dafür haben wir es jetzt ja unterdessen 0 Uhr. Ja, damit wünsche ich euch eine gute Nacht, schönen Abend, schönen Tag, schön was auch immer. Schönen Morgen zum Beispiel. Ja, und Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, euer Fo.